Am 1. November 1928 zieht Samuel Beckett nach Paris. Die Stadt wird mit Unterbrechungen mehr als 60 Jahre so etwas wie eine Heimat. Das Trinity College hat ihn als Austauschlektor an die École Normale Supérieure geschickt. 2 Jahre wird er an dieser Eliteschule Englisch unterrichten. Beckett verdient zum ersten Mal eigenes Geld, nicht viel, aber es ist ein komfortables Auskommen. Seine Wäsche wird gewaschen, er kann sich die Zeit frei einteilen, wohnt in der Schule. Mit seinen wenigen Schülern trifft sich der Langschläfer meist erst am Nachmittag. Und abends stürzt er sich ins literarische Leben von Paris. Die Buchhandlung Shakespeare & Company ist eines der intellektuellen Zentren. Die Verlegerin Sylvia Beach und ihre Freundin, die Buchhändlerin Adrienne Monnier, versammeln einen großen Kreis von Künstlern um sich. Adrienne Monnier notiert: In den Jahren 1929 und 1930 sahen Sylvia Beach und ich Samuel Beckett häufig. Wir waren verblüfft von seiner Ähnlichkeit mit dem jungen Joyce, von dem Sylvia Fotografien besaß. Er sprach nur wenig und wehrte alle Annäherungsversuche ab. Samuel Beckett ist fasziniert von der Begegnung mit James Joyce. Er versucht, ihn sogar äußerlich zu imitieren. Und Joyce lässt sich herab. Er diskutiert mit Beckett über Literatur. Sam wird Teil des Joyce'schen Hofstaats. Er hilft bei Recherchen, macht Übersetzungen und liest dem schwer Sehbehinderten vor. Der egomane Joyce hätte, so seine Frau Nora, selbst Gott für seine Zwecke eingespannt, wäre der vom Himmel herabgestiegen. Keine große Konversation fand zwischen uns statt. Ich war ein junger Mann, ihm sehr ergeben, und er mochte mich. Ich war sehr geschmeichelt, als er den Mister wegließ. Alle waren für ihn Mister. Keine Taufnamen, keine Vornamen gab es für ihn. Was einem Freundesnamen noch am nächsten kam, war das Weglassen des Mister. Ich war nie Sam für ihn. Ich war immer höchstens Beckett. Ich bin von seinem Werk nicht beeinflusst worden, wie man vielfach behauptet hat. Ich kann nur sagen, dass Joyce einen moralischen Einfluss auf mich hatte. Er brachte mir bei, was künstlerische Integrität ist. Beckett early on decided that he was going to be perhaps a man of letters, but then the encounter. Beckett entschied sich schon früh dafür, vom Schreiben zu leben. Auch wegen der Begegnung mit dem unvergleichlichen James Joyce, der alle Menschen für sein Werk einspannte. Alles, was Joyce erlebte, was er las, fand sich wieder in seinem Werk. Davon war Beckett sehr beeinflusst. Aber er merkte auch, dass er seinen eigenen Weg gehen muss. Dann liest der 24-jährige Proust und alles ändert sich. Beckett ist vor allem von der Proust'schen Weise des Erinnerns begeistert. Die beruht gerade nicht auf Abbildung. Proust holt seine Erinnerungen aus dem Unbewussten und macht daraus auf dem Papier eine ganz eigene, neue Welt. Das wird von nun an Beckets schöpferisches Prinzip sein. Er distanziert sich von der zeilenschinderischen Vulgarität einer Literatur der Beschreibung, die nur realistische Kunst hervorbringt. Ich habe einen Verrückten gekannt, der glaubte, das Ende der Welt wäre gekommen. Er malte Bilder. Ich hatte ihn gern. Ich besuchte ihn manchmal in der Anstalt. Ich nahm ihn an der Hand und zog ihn ans Fenster. Sieh doch mal da, die aufgehende Saat. Und da, sieh, die Segel der Sardinenboote, all diese Herrlichkeit. Er riss seine Hand los und kehrte wieder in seine Ecke zurück, erschüttert. Er hatte nur Asche gesehen. Er allein war verschont geblieben. Vergessen? Anscheinend war der Fall gar keine Seltenheit. Ein Verrückter? Wann war das? Oh, es liegt weit, weit zurück. Du warst noch gar nicht auf der Welt. Die goldene Zeit. Ich hatte ihn gern.
Er malte Bilder. Geld kam von den Blauäugigen daheim. Und er gab es aus für Konzerte, Kino, Cocktails, Theater, Aperitifs. Beckett versucht, einen Roman zu schreiben. Traum von mehr bis minder schönen Frauen. Er wird Fragment bleiben. Der Held heißt Belacqua, wie der, der in Dantes göttlicher Komödie am Eingang zum Fegefeuer kauert. Beckett auf Prousts Spuren. Belacqua sieht nur mit dem inneren Auge. Die wirkliche Gegenwart war bloß lästig, denn die ließ der Imagination keine Chance. Ohne so weit zu gehen wie Stendhal, der sagte, dass die beste Musik diejenige sei, die nach ein paar Takten unhörbar werde, verkünden und verfrachten wir steif und fest, dass der Gegenstand, der vor unseren Augen unsichtbar wird, sozusagen der prächtigste und beste ist. Ganz vergröbert ist es einmal der Dualismus zwischen Körper und Geist, ganz stark in Warten auf Godot. Das geht philosophisch auf Descartes zurück. Dann das Thema der scheiternden Ratio angesichts der Welt, wie sie sich uns zeigt. Also, dass wir mit der Ratio die Welt nicht begreifen können, dass wir Ordnung predigen, aber uns Chaos umgibt. Also damit zurechtzukommen in der Welt und damit im eigenen Kopf zurechtzukommen. Im Herbst 1930 kehrt Samuel Beckett als Lektor für Französisch ans Trinity College zurück. Die Stelle ist eigens für ihn eingerichtet worden. Die Hochschule setzt große Erwartungen in seine akademische Zukunft. Doch Beckett hält es nicht lange an der Universität. Zu viel hat er gesehen, um sich hinter ihren Mauern auf ein Gelehrtenleben einzulassen. Nach seinem Paris-Aufenthalt weiß er eines ganz genau: Er will nur noch Schriftsteller sein. Seine Kündigung schreibt er angeblich auf Toilettenpapier. Ich brachte es nicht fertig, mich auf etwas einzulassen, das für mich nicht zu machen war. Die Lehrtätigkeit gefiel mir nicht. Ich konnte mich an die Arbeit nicht gewöhnen. And they told me that his method was to move towards the window, look out. Sie erzählten mir, dass es seine Art war, zum Fenster zu treten, hinauszusehen, lange zu schweigen, dann sich vom Fenster abzuwenden, um den versammelten Studenten einen perfekten Satz vorzutragen. Und dann wieder, ähnlich wie in seinen Stücken, Pause. Er trat wieder ans Fenster und kam zurück mit einem anderen Satz. Das ist sicher sehr übertrieben. Aber seine Vorlesungen wurden, so wie sie waren, spontan entwickelt. Er polierte seine Sätze und ordnete seine Gedanken unmittelbar während der Vorlesung. Und das mit außerordentlich guten Ergebnissen. Organized his thought at the very moment that he was lecturing with extraordinarily good results. Aus einer Studentenzeitschrift über den Dozenten Beckett. Ich wünschte, er erklärte seine Erklärungen.